times I stay on page six. I'm even your favorite's favorite. You better tell them who's the boss, me. You better tell them who's the boss, see. You better show them who's the boss. They don't stop in awe when they see me pull up looking flossy. You better tell them who's the boss, me. You better tell them who's the boss, see. You better show them who's the boss. They don't stop in awe when they see me pull up looking flossy. Ja, liebe Fußballfreunde, hallo und ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des 25. Spieltages in der Regionalliga Südwest. Spiel zwischen der TuS Koblenz und Balinger SC, Endstand 0:2. Begrüßen möchte ich die beiden Trainer, Dennis Bührer, Trainer des Balinger SCs, zu meiner Linken, Michael Stahl, Trainer TuS Koblenz, zu meiner Rechten. Herr Bührer, zunächst Glückwunsch zu den drei Punkten. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, die Glückwünsche nehmen wir sehr, sehr gerne entgegen. Wir wussten, dass wir nach den ersten drei Spielen in der, nach der Winterpause, dass wir jetzt auch hier in Koblenz nachlegen wollten. Und das war ganz klar unsere Aufgabe und ganz klar auch in kompletter Woche auch Inhalt und Thema. Auch den Kopf hier zu haben, nach einer 3-4-stündigen Busfahrt hierher zu kommen und die Einstellung, die Mentalität hierher zu herzubringen und auf den Platz zu bringen. Und das war von Anfang bis zum Schluss von unserer Mannschaft wirklich eindeutig zu sehen. Sie haben das total gut umgesetzt, wieder richtig gut verteidigt über die komplette Spielzeit, ganz wenig Torschancen zugelassen und die brenzlichen Situationen, die wir zugelassen haben, haben wir dann in der Box gut verteidigt. Also da einfach ein Riesenkompliment, grundsätzlich ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wenn man nach der Winterpause mit 4 Spielen mit 10 Punkten rauskommt. Das ist schon sehr, sehr gut, die Art und Weise, wie die Mannschaft jetzt aktuell zusammenhält und zusammen agiert. Natürlich haben wir auch gesehen, dass wir mit dem Ball dann die eine oder andere Situation ein bisschen schlampig ausgespielt haben. Da ist ganz klar, das wissen die Spieler, das wissen wir, da hätten wir noch die eine oder andere Situation noch besser auch ausspielen können, ruhiger ausspielen können. Beim 2-0 haben wir es gut gemacht, da haben wir es echt super ausgespielt, aber ansonsten war das ein bisschen zu fahrig. Bestes Beispiel, unser Stürmer läuft allein aufs Tor zu und kriegt am Schluss die gelbe Karte wegen Foulspiel. Also das war so sinnbildlich für unser Spiel mit dem Ball, was jetzt nicht ganz so optimal war. Aber wir wollen nicht meckern, sondern wir wollen die positiven Dinge sehen und da weitermachen. Und jetzt kommen direkte Mitkonkurrenten in den nächsten 3 Spiele. Und da gilt es jetzt genau diese Mentalität für uns, für den Balinger SC, wieder in die Waagschale zu werfen. Und dann sind wir mal gespannt, wo wir nach Ostern stehen. Vielen Dank, danke auch hier in Koblenz. War eine richtig gute Atmosphäre. Wir kommen immer gern hierher, definitiv, und wünschen noch alles Gute. Und ja, bis dahin. Dankeschön. Besten Dank, Stahli, deine Worte zum Spiel, bitte. Ja, erstmal auch von meiner Seite aus nochmal Glückwunsch. Glaube auch dann am Ende natürlich zum verdienten Sieg, das muss man so sagen. Will aber auch hervorheben, dass ich finde, dass man bei uns gesehen hat, dass wir uns extrem viel vorgenommen haben. Ich habe das schon öfters betont, dass wir jetzt natürlich nicht die beste Zeit unseres Lebens gerade haben, dass es nicht immer einfach fällt, sich dann wieder aufzurichten. Aber die Jungs haben eine sehr fokussierte Trainingswoche hingelegt, sich sehr viel vorgenommen. Ich glaube, das konnte man heute mal noch sehen. Wir waren bis zum Schluss, waren wir in den Zweikämpfen drin. Wir haben an uns geglaubt, dass bei uns im Moment nicht alles funktioniert, dass da auch der ein oder andere Fehler dabei ist. Ich glaube, das ist selbstredend, da brauche ich nicht viel erklären, auch in Hinsicht, wer bei uns alles im Moment auf dem Platz steht. Wenn dann Solano und Rodriguez heute, glaube ich, sein zweites Pflichtspiel für die TuS macht, neben einer Halbzeit im Pokal gegen Bezirksligisten, dann sagt das viel aus. Und das gilt es richtig einzuordnen. Und unterm Strich war das ein ordentliches Spiel von uns, weil wir es sogar geschafft haben im Laufe des Spiels, dass der Gegner immer tiefer geworden ist. Natürlich hat der Gegner auch einen Torvorsprung gehabt, aber wir hatten Kontrolle auf dem Spiel. Wir haben viel den Ball gehabt. Was uns natürlich brutal einfach auch im Moment fehlt, ist dann die Durchschlagskraft, wenn die Bälle in den 16er fliegen, die Boxbesetzung, das Einlaufverhalten, dann das letzte Ding zu setzen. Wir hatten dann zum Schluss mit Solano und Delors auch nochmal zwei Riesendinger, um ins Spiel zurückzukommen. Und da tun mir die Jungs im Moment so ein bisschen leid, dass wir uns so gar nicht für den Aufwand belohnen können, den wir unter der Woche treiben, den wir auch heute läuferisch betrieben haben. Will das aber nochmal rausstellen, dass die Jungs heute alles auf den Platz gelassen haben. Und ja, was inhaltlich noch
was so ein bisschen, eine Sache, die man vielleicht kritisieren kann, ist, dass wir beim 2-0 zu gierig waren. Wir haben in der Halbzeit darüber gesprochen, dass der Balinger SC eine Mannschaft ist, die das dann auch einfach, und da gebe ich dem Dennis vollkommen recht, und es war uns klar, wenn wir ihnen was bieten, dann sind sie in der Lage, das sauber und gut auszuspielen, und dass jemand wie Pipic dann diesen Ball auch punktgenau auf den zweiten Pfosten bringt, das war uns klar. Der Ballverlust tut weh, dass wir da flach ins Mittelfeld reinspielen, uns dann aufdrehen wollen ohne Vororientierung und dann in den Konter laufen. Das ist so ein bisschen was, wo ich sage, wenn wir da drin bleiben im Spiel, weil es war ja klar, dass wir nicht so viel wechseln können, ne? Wenn wir da nicht das 2-0 kassieren, wenn wir das weglassen, die Chancen, die Dennis eben auch richtig angesprochen hat, das waren ja dann so Dinge, klar, wir liegen 2-0 zurück, wir müssen aufmachen. Wenn das nicht passiert, dann können wir da auch, glaube ich, noch ein bisschen besser die Reihen schließen und eben auf den Lucky Punch am Ende setzen. Und das tut mir heute so ein bisschen weh für die Mannschaft auch, dass wir da diesen einen entscheidenden Fehler begangen haben. Aber ich glaube, wir haben heute einen ordentlichen Auftritt gesehen. Und jetzt gilt es wieder darum, oder es geht jetzt wieder darum, die Jungs in den Sattel zu heben, am Montag aufzurichten, und dann fahren wir am Donnerstag nach Frankfurt, und ich hoffe, dass wir auch dann genauso wieder diese Einstellung sehen, und dann werden wir uns auf Dauer auch wieder belohnen, da bin ich fest von überzeugt. Danke. Ich danke dir, Stali. Gibt es Fragen seitens der Presse- und Medienvertreter? Das ist nicht der Fall. Dann verweise ich noch auf die nächsten Termine unserer TUS. Wir spielen am kommenden Donnerstag auswärts beim FSV Frankfurt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das dürfte der 27.3. sein oder 29.3. Ja, 28. Dann ist es die goldene Mitte. Donnerstag, 28.3. 19 Uhr auswärts beim FSV Frankfurt. Und das nächste Heimspiel, das weiß ich aber jetzt ganz sicher, das ist der Dienstag, der 2. April, 19 Uhr, dann hier im Stadion Oberwert. Ich hoffe, wir sehen viele TUS-Fans, knapp 1200 auch heute wieder da gewesen. Ich glaube, das ist unser Faustpfand weiterhin. Und wünsche den Gästen aus Balingen alles Gute, spielt weiter eine tolle Runde. Und wir stehen weiterhin ganz eng zusammen, geben weiterhin Vollgas und sehen uns dann am kommenden Donnerstag wieder. Bis dahin. Danke. Wir sind die Black Blue Schengen.